Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir über das Spiel Doodle Tanks. Ihr kennt bestimmt die Doodle-Reihe, davon gibt es ja Doodle Gods, Doodle Mafia. Doodle Mafia habe ich, glaube ich, schon mal angespielt. Und jetzt ist ja vor kurzem, also jetzt erst im März, Tanks erschienen. Wir werden uns das Ganze jetzt hier mal anschauen. So, wir haben einmal die russische Kampagne und einmal die deutsche. Du musst zuerst die vorherige Episode beenden, um fortfahren zu können. Okay, also erst die russische. Ha, was war hier? Vier Elemente haben wir ja schon von dem hier. Zum Öffnen antippen. Also hier zeigt der Pfeil hin. Werkzeuge, Fahrgestell. Blattfedern. Ja. Ach so, halt, auf die Kanone soll man drücken. So, Werkzeug, Hotkiss. Neues Element kreiert, die B3 37mm. Diese sowjetische 37mm Artilleriekanone wurde zur Bewaffnung gepanzerter Fahrzeuge entwickelt. Offiziell wurde sie erstmals 1931 eingesetzt. Sie war mit einem halbautomatischen Horizontalkeil ausgestattet. Zwei Panzermodelle mit zwei Geschütztürmen, T-26 von 1932 und der PT-2 waren mit diesem Waffentyp bestückt. Also ihr seht selber, ihr könnt ja das Spiel, für die, was ihr es noch nicht kennt, sorry, habe ich nicht gesagt am Anfang, ist wie ein Rätselspiel. Ihr müsst immer Sachen miteinander kombinieren, damit ihr ein neues Element kreiert. Und wenn ihr das habt, seht ihr, habt ihr dann noch einen kleinen Infotext dazu. Wie zum Beispiel von der Kanone jetzt, wann sie eingesetzt worden ist, von welchem Fahrzeug. So, also, wir haben jetzt eine Kanone. Schauen wir mal aufs Fahrgestell, weil das blinkt ja auch. Blattfedern. Wollen wir kreieren mit was? Jetzt muss man mal schauen. Das ist ja ausgewählt, hier drüben. Mit Werkzeug. Also, funktioniert schon mal nicht. Dann schauen wir mal Konstrukteure. Mikulin. Geht auch nicht, aber wir haben hier ein Infofenster. Mikulin, 14. Februar 95 bis 13. Mai 85, war ein sowjetischer Triebwerkskonstrukteur für die Luftfahrt und leitender Konstrukteur der OKP Mikulin. Für die Luftfahrt, ja, mit was werden wir ihn jetzt hier kombinieren? Konstruktionsbüro. Okay, das geht. Ein Vierzylinder, ein vertikaler vierzylindriger luftgekühlter Viertaktmotor, der von AA Mikulin entworfen wurde. Der Motor konnte eine maximale Leistung von 35 PS bei 1800 Umdrehungen pro Minute erreichen und wurde später auf 40 PS verbessert. So, wir haben eine neue Gruppe hinzubekommen, Antrieb. Also ihr seht ja, es gibt insgesamt 105 Elemente, die man kreieren kann. 6 haben wir schon. 4 sind halt von Anfang an schon dabei. Gruppen 5 und 12. Also, und das hier sind die Gruppen. Also es gibt dann noch 7 Stück, wo dazukommen. Was ist das eigentlich hier? Ist natürlich blöd, dass uns hier nicht angezeigt wird, wenn wir hier drauf gehen, was das ist. Aber nicht, dass ich jetzt hier irgendwas rückgängig mache. Deaktiviert Reaktionen, die schon entdeckt wurden. Achso, nee, wollen wir nicht. Blauer Rahmen für Elemente, die für die aktuelle Episode... Fällt dir nicht noch ein Text? Elemente mit gepunkteter Linie haben augenblicklich... Ja, also ich finde, irgendwas fehlt von diesen Texten hier noch. So, wir haben in Antrieb 4 Zylinder. Vier Zylinder ist für ein... Geht mit Blattfedern. Infanteriepanzerwanne. Die Infanteriepanzerwanne wurde aus gewalzten Stahlplatten gefertigt. Die Platten waren gleich dick und boten einen ballistischen Schutz. Der Wannenbau des Panzers erfolgte mit Nieten. Sie wurden auf einem Rahmen zusammengesetzt. So, wir haben jetzt die Wanne. Müssen wir eigentlich die Kanone hier reinkriegen? Das geht schon mal nicht, okay.
Dann mit Werkzeugen. Ja, das funktioniert. Gewalzt. Panzerung aus gewalzten Stahlplatten. Weiter verbreitet bei Fahrzeugen mit leichter Panzerung. So, wir haben 7 Gruppen. Die Panzerung. Gewalt sind die Wannen. Also da werden wir nichts rausbekommen. Nee. Konstrukteure. Warum das aber dann immer hier so aufblinkt, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Konstrukteure, da werden wir nichts davon bekommen. Da auch nicht. Antrieb. Kanone. Ah ja, das geht. MS-1-Turm. Der MS-1 hatte einen sechseckigen Geschützturm mit leicht abgeschrägter vertikaler Panzerung und einer Kommandokuppel darauf. Die Bewaffnung befand sich im vorderen Teil des Geschützturms. Die Waffe links und das Maschinengewehr rechts. Kampf erprobt. Also wir haben unsere erste Errungenschaft. So, dann haben wir unseren Geschützturm. Den müssten wir eigentlich auf die Wanne drauf bekommen. Ja. MS-1. Der MS-1 war ein sowjetischer leichter Infanteriepanzer der 1920er Jahre. Er wurde zwischen 25 und 27 auf Basis des französischen Renault-Modells FT-17 und des italienischen Fiat-Modells 3000 konstruiert. Der erste in größerer Serie von 959 Fahrzeugen. Exklusive Prototyp in der Sowjetunion konstruierte Panzer, der zwischen 28 und 31 produziert wurde. Panzerkonstrukteur. So, wir haben uns unseren leichten Panzer. Also ich glaube halt, dass wir hier die ganzen russischen Panzer hier hinbekommen. Wenn wir jetzt trotzdem mal den Panzer nehmen und hier eine Kanone dazugeben, tut sich schon mal nichts. Konstrukteure haben wir nur ihn. Jetzt werden wir ihn mit dem Antrieb mal kuppeln, ob das was bringt. Nein. Panzerung auch nicht. Was ist das plus 2? Achso, hier wird angezeigt, was wir miteinander hier verschweißt haben. Also Werkzeug Hotkiss ist das. Tja, ist natürlich jetzt eine gute Frage. Glaub mal, dass er dann, wie gesagt, nur was mit dem Motor zu tun hat. Also ich glaube nicht, dass wir ihn jetzt irgendwo dazu bekommen. Doch! Geländegängigkeit. Die Tests zur Geländegängigkeit schließen Testfahrten des Panzers auf weichen und mittelharten Fahrflächen mit ein, sowie das Überfahren natürlicher und künstlich errichteter Hindernisse. Wir haben eine neue Gruppe hinzu. Also ihr seht, wir brauchen nur noch 2 Gruppen. So, schauen wir mal hin. Geländegängig. Da bräuchten wir eigentlich hier auch unser Fahrgestell. Normalerweise schon. Müsste ja hier dazugehören. Blattfedern. Was bekommen wir jetzt? Christi Morosow. Christi, ein Einzelradlaufwerk mit Schraubenfederausführung. Dieses Laufwerksystem wurde von, ich weiß nicht, wie der heißt, Walter Christi, einem amerikanischen Ingenieur für Rad- und Kettenpanzer konstruiert. Dieses Laufwerk hatte erhebliche Vorteile gegenüber der für gewöhnlich genutzten Blattfedern. So, Fahrgestell haben wir das hier. Schauen wir, ob wir das mit dem Antrieb irgendwie kreieren können. Nein. Aber dann mit ihm, also, ne, geht auch nicht.
Schauen wir, ob wir das hier in die Wanne reinbekommen. Leichter Panzer. Ja, das funktioniert. BT-Wanne. Die BT-Panzerfamilie benutzt eine klassische Wannenbauweise. Nur der Frontschild der Panzerwanne war abgeschrägt und lief quadratisch zusammen, damit die Vorderräder steuerbar waren, wenn der Panzer mit Rädern genutzt wurde. Für alle, die es ja noch nicht wissen, diese abgeschrägten Fronten und so weiter sollten dafür dienen, dass eine Granate keine gerade Aufschlagfläche hatte, weil so ist es so, dass die Granaten auch oft abprallen, wenn sie nämlich auf eine Schräge gehen. Deswegen wurden Panzer auch oft abgeschrägt. Wir haben jetzt hier die BT-Wanne. Mal schauen, ob wir hier mit dem Antrieb was bekommen. Ja, V-Typ. Ein V-Motor ist eine verbreitete Bauform eines Verbrennungsmotors, bei dem die Zylinder auf zwei Zylinderbänke aufgeteilt sind, die in einem Winkel von 10 bis 120 Grad zueinander stehen und somit ein V formen. Die meisten V-Motoren haben ihre Zylinder in einem Winkel von 45, 60 oder 90 Grad zueinander stehen. So, in Antrieb. Da brauchen wir natürlich, machen wir mal hier... Da rein, mit Gummi überzogene Räder. Das Rad mit integrierten Stoßdämpfer ist eine Art einer Laufrolle oder einer Umlenkrolle mit einem kleinen stoßdämpfenden Gummiring rund um die Mittelnarbe. Den werden wir jetzt mal zum Fahrgestell... Achso, der gehört ja zum Fahrgestell. Ich glaube, zwei können wir gar nicht miteinander zusammenfügen. Nee. Also man kann immer nur von einer Gruppe einen Teil mit der anderen Gruppe hier nehmen. Werden wir trotzdem mal probieren hier mit den Panzern. Okay, die Wanne hatten wir ja schon. Test. Halt. Na? Fahrgestell. Schauen wir mal hier Werkzeuge. Das funktioniert schon mal nicht. Ob wir hier irgendwas rausbekommen? Nein. Jetzt müssen wir trotzdem mal schauen, wegen BT-Wanne und Gewalz. Da tut sich auch nichts. MS-1-Turm. Das wird uns, glaube ich, jetzt nichts bringen, wenn wir den auf die Wanne hier draufsetzen würden. Nee. Oder wir schauen uns aber trotzdem mal die Kanonen dazu an. Nee. Ja, desto weiter, dass wir kommen, desto schwieriger wird es nämlich dann schon. Mal da die Tests anschauen, da funktioniert auch nichts. Geschütztürme, da brauchen wir halt natürlich noch einen. Jetzt müssen wir mal schauen, wie sind wir jetzt in dieses Infofenster reinkommen, was wir schon kreiert haben. Ach so, hier. Also Panzerwagen, MS-Turm. Wir haben hier den Turm hier zusammenbekommen, gewalzt und die Kanone. Halt, was war das jetzt hier? Okay, die Wanne vom BT haben wir ja schon. Da haben wir hier das hier. Halt. Na?
Schauen wir mal das Fahrgestell hier an. Da tut sich nichts. Mit dem Antrieb. Okay, das hat man ja schon. Also ich glaube, dass wir mit dem Panzer hier nichts mehr machen können. Nee, also ich glaube es jetzt nicht. Antrieb, auch nicht. Das hat man ja, glaube ich, schon. Geschütztürme brauchen wir auch nicht. Machen wir mal das hier. Boah. Aber mich irritiert es immer, dass das immer hier so aufblinkt. Ich frage mich, warum. Fahrgestell, gibt es hier irgendwas? Nee. Werkzeuge. Universal Werkzeugsatz zum Bau neuer Module für gepanzerte Fahrzeuge. So, müssen wir mal hier schauen. Da haben wir die Kanone, die haben wir schon. Wenn wir die jetzt mal probieren mit Werkzeugen. Tut sich nichts. Geschützturm haben wir nur den hier. Na, ich will keine Werkzeuge. Man muss ja auf Tests ja auch schießen können. Um das zu probieren. Funktioniert nicht. Panzerung. Ach so, da haben wir den Turm. Probieren wir mal die Panzerung mit der hier. Da tut sich auch nichts. Aber das Fahrgestell in die Wanne reinbekommen. Was kann man jetzt hier noch kombinieren? Den Antrieb. Ah, da haben wir die Gummiräder. Da freut es einen schon immer, wenn man denkt, man hat was Neues erfunden, aber dann ist es ja so. Also mit Gummi überzogene Räder. Schauen wir trotzdem mal zum Fahrgestell. Achso, wir können ja aus einer Gruppe nicht zwei Sachen kombinieren. Das funktioniert ja nicht. Aber haben wir jetzt hier von den Geländegängigkeiten schon alles durch? Ja. Vom Antrieb. Da tut sie... Ah. Achso, den Infanterie. Ah, Geschütztürme. Moment mal, wie haben wir jetzt diesen Geschützturm herausbekommen? Gewalzt und die Kanone. Wir bräuchten dann, glaube ich, irgendwas Neues hier von der Panzerung. Ich weiß nicht, was diese Lupe heißt. Ist es ein... Achso, das ist nur eine Übersicht. Wieso leuchtet das hier immer auf, Panzerung? Muss man das vielleicht mit irgendwas hier nehmen? Das geht auch nicht. Antrieb, glaube ich, müssen wir doch schon haben, wenn was geht. Ah, PT-Turm. Zylinderförmiger, genieteter Geschützturm mit abgeschrägter Form an der Stirn und Oberseite. Er wurde aus gewalzten homogener Panzerung gefertigt, die zusammen genietet und zusammengeschraubt wurden. Der Geschützturm bot nur gegen Kleinwaffenmunition, Granatsplitter und Klein- oder Mittelkaliber-Mörserschutz. So, und den Turm setzen wir jetzt auf die Wanne hier drauf. Und dann haben wir unseren PT-2.
Der BT-2 wurde zwischen 31 und 33 produziert. Zu seiner Standardbewaffnung zählten die 37mm B3 Panzerkanone und das 7,62mm deutsches Maschinengewehr. Der BT-2 war der erste produzierte Panzer, der mit einem Rad- und Kettensystem sowie einem Christi-Laufwerk konstruiert wurde. Seine Panzerung bot ballistischen Schutz. Ja, was machen wir jetzt mit ihm? Schauen uns mal die Panzerung an. Geländegängig, Fahrgestell. Hier haben wir die Ausdauer. Ausdauertests bestimmen die Fähigkeit des Fahrzeugs auf eine bestimmte Kilometerleistung, störungsfrei zu laufen und die erforderliche Anzahl an Schüssen abzugeben. Teuer, aber die zuverlässigste Art, ein umfassendes Bild der Leistung des Panzers zu erhalten. Okay, wenn wir natürlich... Achso, wir können ja wieder nicht in einer Gruppe die zwei hier machen. Machen wir Ausdauer und Antrieb, was die hier aushalten müssen, das funktioniert nicht. Mit dem Fahrgestell. Dann machen wir mal unsere Werkzeuge. Ja, ist ja eigentlich ein Geschmarre, Werkzeuge und Ausdauer. Das ergibt ja eigentlich überhaupt keinen Sinn. Jetzt probieren wir trotzdem mal die Panzer hier auf die Ausdauer. Geht nicht. Konstrukteure wird bestimmt auch nichts gehen. Halt, haben wir jetzt das hier schon mit Werkzeugen probiert. Panzerung, ja. Wir haben jetzt hier die Wand dazu bekommen. Panzer. Die Aufhängung BT-Wanne. Vierzylinder Blattfedern haben wir die Panzerwanne. So, und ihr seht ja selber, auch wenn wir mal was doppelt erzeugen, wie zum Beispiel hier, das wird hier unten nochmal aufgelistet. Also wenn ihr das jetzt 10-mal machen würdet, wird es immer wieder aufgelistet. So, wir werden aber trotzdem jetzt das hier mal mit dem Panzer... Halt. Nee, Panzer. Da haben wir die Ausdauer. Okay, das haben wir schon. Das geht nicht. Wir haben ja neue Konstrukteure eigentlich zusammenbekommen. Müssen wir nur mal schnell nachschauen. Blattfedern und das hier. Dann kommen wir auf den. Geschütztürme. Ich weiß nicht, ob wir den noch irgendwie aufwerten können. Fahrgestell, da tut sich ja auch nichts hier mit dem. Wanne, Tests. Boah, was können wir kreieren jetzt? Probieren trotzdem mal in der Panzerung. Achso, da haben wir den Turm. Ja, also das bringt uns auch nichts.
Was ist das hier eigentlich? Ach so. Hey, was kann man da nehmen? Also, da muss man wirklich komplett überlegen, was lässt sich jetzt miteinander kombinieren. Mit Gummi überzogene Räder. Ich weiß nicht, ob die auf irgendeine Wanne hier drauf passt. Antrieb, ob das was mit dem Antrieb zu tun hat. Natürlich, ich kann mir jetzt auch nicht merken, was wir jetzt schon kombiniert haben zum Beispiel. Da haben wir den hier, also den kennen wir ja schon. Was können wir kombinieren? Also er hatte ja den Antrieb, also im Motor, er diesen Antrieb hier, also diese Aufhängung. Ja, das ist nicht einfach. Wirklich überhaupt nicht. Mit dem Motor können wir ihn ja nicht in Verbindung bringen. Dass die an der Kanone noch irgendwas weiterentwickelt haben, nee, kann auch nicht sein. Habt ihr irgendwas mit dem Panzern zu tun? Deaktivierte Reaktionen, die schon entdeckt wurden. Das verstehe ich jetzt nicht, wieso das kam. Wir haben eine neue Kanone. 45 mm Panzerabwehrkanone Modell von 3238. Das vom Konstruktionsbüro der Fabrik Nummer 8 Kalinin nahe Moskau auf Grundlage der 45 mm 19K Panzerabwehrkanone konstruiert wurde. Die Kanone ging 32 in die Massenproduktion. Okay, wir haben eine neue Kanone. Was können wir damit kreuzen mit der Panzerung? Wir haben den T-46. Der T-46 war der sowjetische Prototyp eines leichten Rad- und Kettenpanzers der 1930er Jahre. Er wurde als Infanteriepanzer konstruiert und enthielt viele Module des leichten T-26-Panzers. Okay Leute, das war's jetzt erstmal hier mit Doodle Tanks. Wir konnten uns das Spiel mal ein bisschen anschauen. Ihr seht schon, das ist eine Gehirnsache. Was kombiniere ich hier mit was? Ich hoffe aber trotzdem, ich konnte euch das Spiel ein bisschen zeigen und es hat ein bisschen Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge weiterhin dabei seid, dass wir dann natürlich uns die ganzen russischen Panzer zusammensuchen und dann in die deutsche, sagen wir jetzt mal, Kampagne übergehen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.